Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 oder auch der junge Zocker. Heute muss ich mich mal verstecken, weil es wahrscheinlich auch notwendig ist, nicht dass ich irgendwie getötet werde oder irgendwie abgestochen werde auf der offenen Straße, wenn ich das Haus verlassen will. Heute möchte ich mich mal zu dem berühmten Thema wenden, Apokalypto. Und für mich ist Apokalypto Royal und Apokalypto der ganze Clan und selbst Montana Black 88, den viele kennen, nichts anderes als ein Haufen voll Idioten. Voll Idioten, die andere Kanäle fertig machen müssen, wenn man mal sich gegen diese Kanäle anlegt. Elotrix wird als Pädophiler bezeichnet von einem angeblichen Royal. Und der seine Videos so emotionslos rüberbringt und damit auch noch Erfolg hat. Ja, ich bin der Ossi. Ach ja, sicher. Milchmädle kaufen. Unglaublich. Habe schon viele YouTuber gesehen, aber mit Emotionslosigkeit, Herzlosigkeit Erfolg haben. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Und dann, wenn ich sehe, dass Ahornente keinen Erfolg hat auf YouTube und immer noch hier mit seinen 20.000 Abonnenten rumgammelt, dann finde ich das schade. Weil die guten YouTuber, die will keiner mehr sehen. Die will keiner mehr sehen. Ihr wollt doch nur noch die Asozialen sehen. Was ist los heute mit der Community? Spinnt ihr eigentlich? Es geht hier doch nicht um Gewalt. Es geht hier um die gute Community. Die Community. YouTube verkümmert immer mehr. Killer Junge 94 hat sogar schon keinen Bock mehr auf YouTube. Genau wegen solchen Leuten wie Montana, wegen Apokalypto Royal, Red Hunter oder wie die ganzen heißen. Die letzten Assis. Mein Gott. So sieht's heute auf YouTube aus. Elotrix, zeigt die alle an. Zeigt die an, dass die alle in den Knast kommen, Alter. Marcel Scorpion kommt auch in den Knast. Alle in den Knast hier. Dankeschön. Ciao.